Der FC Trebuswinkel steckt mitten im Abstiegskampf. Um den Verein zu unterstützen, übernahm Bürgermeister Andreas Babler die Spielpatronanz gegen den SV Grimmenstein. Das war der erste Treffer aus Sicht der Gäste nach einem Penalty. 30 Minuten lang hatte Trebuswinkel durchgehalten und doch, man spielte ambitioniert weiter. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Sie sind seit November in Amt und Würden, heute ein Meisterschaftsspiel. Ein bisschen stolz auf die Männer draußen. Ja, schon. Wir haben in den letzten Runden leider viel Pech gehabt. Das Glück hat uns gefehlt. Vielleicht bringen wir es heute zusammen, dass uns das Glück ein bisschen hilft, dass wir einen Sieg erringen können. Als Präsident des FC Trebuswinkel seit vielen Jahren, bald Jahrzehnten, bin ich sehr froh, dass wir da aufgrund der Unterstützung der Stadtgemeinde eine neue Sportanlage herstellen konnten und damit auch dementsprechend den Fußballsport weiter betreiben können. Vor allem die Jugendarbeit ist für uns ganz entscheidend, dass wir das drüber bringen und daher ab und zu eine Zeit haben, dass ich mich da auch anschaue. Der Bürgermeister hat einen Anblick gemacht, der ist selbstverständlich mal da. Und ich muss sagen, ja, sportlich schaut es heuer nicht so rosig aus, das haben Sie schon gehört im Interview von Obmann, aber man muss das positiv sehen. Vielleicht bleiben wir oben in der ersten Klasse, würde mich sehr freuen. Und nicht, wenn wir in der zweiten Klasse wieder einen neuen Anlauf nehmen. So funktioniert das. Mir ist wichtig, dass sehr viel Jugendsport hier betrieben wird. Das ist das Wichtigste. Ihr seid beide heute am Fußballplatz. Ein spannendes Spiel. Naja, ganz okay, weil wir liegen natürlich 1-0 hinten. Natürlich nicht jetzt gerade im Moment. Du bist in der U13 und schon voller Profi? Nein. Auch noch nicht? Sie haben heute den Ankick gemacht. Ja, das ist nicht schwierig. Nicht? Schwierig ist für die Leute, die da jetzt 90 Minuten rennen und schauen, dass sie gewinnen. Jetzt sind wir gerade hinten, wieder ein hartes Spiel, geht jetzt auch um einen Abstieg. Und ja, so ein, zweimal im Jahr ist der Bürgermeister dann da, um eine Matchpatronanz zu übernehmen. Das soll auch den Verein unterstützen, natürlich auch finanziell unterstützen. Aber es ist auch wichtig, wenn man so viele Vereine hat, dass man überall da ist. Und auch beim FC Trebuswinkel, jetzt haben wir dann das Stadion gebaut und dann die Infrastruktur millionenmäßig in die Höhe gefahren. Aber das machen wir unter anderem auch wegen dir und euch, vor allem in der Jugendförderung, dass wir echt unseren Kindern und Jugendlichen die besten Möglichkeiten bieten. Und so wie bei allem gibt es halt viele, die auch beim FC Trebuswinkel spielen. Und das freut mich. Also, es geht um die Kampfmannschaft, aber in Wahrheit geht es uns auch immer, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche das spielen können. Ihr seid quasi der Nachwuchs, auf dem die Hoffnungen liegen für den FC Trebuswinkel. Ihr seid von der U18? Naja, wir spielen in der U18, Landesliga. Wie lange schon? Ja, im Verein. Im Verein seit der U6. Seit der U6 spielen wir schon im Verein und sind dem Verein treu geblieben. 3 Siege und 4 Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten, was den Klassenerhalt betrifft, nicht besonders rosig sind. Die Ursachen? Verletzte Spieler, dann haben uns der ganze Spielverlauf nicht hineingepasst ins Spiel. Gut begonnen, aber dann ist jetzt leider 0 rausgekommen am Ende des Tages. 3-mal knapp verloren, 1-4-3 in Solenau, 1-3-2 zu Hause gegen Wismar und auswärts jetzt 3-2 gegen Bitten. Den lernen wir dann halt ein bisschen nach. Ne? Und doch, in Trebuswinkel wirft man die Flinte nicht ins Korn und blickt optimistisch in die Zukunft. Wir haben sehr gute Jugendarbeit und hoffen, dass wir aus der U17 dann einige raufziehen können in die Reserven, in die Kampfmannschaft. Das wäre ganz, ganz wichtig, mit Eigenbauspielern zu spielen. Und das Stadion ist ja momentan auch in Tipptopp-Form. Ja, das Stadion ist tipptopp. Wir haben sehr gute Funktionäre, die auch von der Kantine beginnen, über die Platzbetreuung und so. Und auch für die Trainer in allen Bereichen sind wir sehr stolz und wie gesagt, die Stadtgemeinde ist ja sehr stark. Ohne die Stadtgemeinde könnten wir diesen Spielbetrieb nicht betreiben, sage ich ganz ehrlich. Trainiert sie da im Stadion? Was sagt sie zum neuen Stadion? Ist das gut? Ja, also ich finde es super. Ja, ist schon ein cooles Stadion, auch sehr modern, über die Kabinen und wir trainieren 3-mal in der Woche. Genau. Wie ist so die Stimmung heute am Platz? Ein bisschen gedämpft? Ja, jetzt ist 1-0 für die Gegner, aber wir holen das schon auf. Wir haben noch Zeit. Wir spielen gerade immer einen Abstieg, wir haben gewusst, es wird nicht leicht. Versuchen uns dagegen zu wehren. Ich hoffe, am Ende des Tages schaffen wir es, dass wir in der ersten Klasse verbleiben können. Und wenn nicht, dann sind wir wieder in der zweiten Klasse, Tristingtal. Das heißt, Ihre Obmannschaft fängt ein bisschen streng an? Nein, nicht strenger. Wir wissen, was wir haben, was wir zusammengebracht haben im Winter mit neuen Spielern. Und
wenn es uns gelingt, oben zu bleiben, natürlich sehr schön, wäre toll. Wenn es nicht gelingt, haben wir viele junge Spieler, die was nachrücken und dann haben wir ein, zwei Jahre Aufbauarbeit in der zweiten Klasse und versuchen dann nochmal in die erste Klasse aufzusteigen. Aber jetzt sind wir noch aktuell dabei und dabei wollen wir es auch belassen. Das Spiel, letztlich ging es 2-4 verloren. Aber gerade der Enthusiasmus lässt für den Abstiegskampf noch hoffen.